Herzlich willkommen zu unserer Wochenserie «VJ in Gefahr». Meine Kollegin Lilia Mucibabic ist wenigstens bei uns auf der Redaktion überhaupt nicht als Angsthase bekannt. Doch was, wenn sie plötzlich einen grossen Tiger vor sich hat? Für unsere Serie hat sie sich an der Seite vom Tiertrainer René Strickler als Raubtierdomptöse versucht. Wie sie den Tiger versucht, davon zu überzeugen, dass sie kein Futter ist, sehen Sie im Bericht von Michael Lerch. Sie sind stark, wild und gefährlich. Die Grosskatzen im Raubtierpark Zubingen bei Solothurn. Nur eine getraut sich zu den Königstiger. Der Parkinhaber und Tiertrainer René Strickler. Er gehört quasi zum Rudel. Zusammen können sie richtig schmusen. Vertrauen natürlich, das ist das A und O. Und die respektieren mich, haben mich sogar gern. Auch die Tele-Zürich-Reporterin Lili Mucibabic hat gerne Raubkatzen. Sie bevorzugt aber die ungefährliche Plüschtier-Variante. Bis jetzt hat sie es aus guten Gründen vermieden, einem echten Leu oder Tiger zu nahe zu kommen. Was ich als Teenager zu Hause hatte, waren Katzen. Und die hat man, wenn sie blöd waren, am Nacken packen und auf die Seite tun. Dann war Ruhe. Ob das bei so Raubtieren klappt, das glaube ich nicht. Heute aber hat Lili Mucibabic die einmalige Chance, das zu testen. Und zwar eben nicht mit denen, sondern mit echten Raubkatzen. Der René Strickler macht nämlich exklusiv für die 33-jährige Raubtierkäfig auf. Hallo. Du bist also die Verrückte, die da möchte zu einem Tiger rein. Genau, ja. Wow, hast du das gut überlegt? Ich mag es jetzt mal, ja. Du magst es mal. Schon gut. Mit dir an meiner Seite sollte das funktionieren. Gut. Weißt du was? Zuerst zeige ich dir mal meine Tiere. Das ist komm schön, mit. Ja. Super. 29 Raubkatzen hat der René Strickler. Drei davon sind sogenannte Königstiger. Ihre Heimat ist der indische Subkontinent. Die Lili Mucibabic selber muss zuerst zuschauen und beobachten, wie sich die Tiere verhalten. Sie stellt fest, die Grosskatzen sind auch in der Arena sehr verschmust. Doch der René Strickler relativiert. Es ist auch für mich, der über 30 Jahre mit den Raubkatzen tagtäglich zusammen bin, immer noch sehr gefährlich. Es gibt keine harmlose oder zahme Raubkatzen, das ist unmöglich. Allein mit den Waffen, in Anführungszeichen, die ausgerüstet sind, können die im Spiel auch einen Menschen in einer Sekunde lebensgefährlich verletzen. Beruhigend klingt das ja nicht gerade. Aus Sicherheitsgründen werden die Raubkatzen als nächstes rausgesperrt. Erst jetzt darf Lili Mucibabic in die Arena rein. Bevor ein Tiger zurückkommt, gibt es überlebenswichtige Verhaltenstipps. Also du musst sichere Bewegungen machen, gut dastehen und Persönlichkeit ausdrücken, oder? Also keine Unsicherheit, weil Raubtiere spüren sofort, ob jemand sicher ist oder nicht sicher ist. Es ist schon, es ist eine Nervosität da, es ist ein leichtes Kribbeln da, aber ich bin immer noch sehr ruhig. Noah! Fragt sich nur, wie lange. Denn jetzt geht die Gittertür auf und der Noah kommt rein. Ein Prachtexemplar, 210 Kilo schwer. Die Lili hält sich strikt an die Anweisung des René Strickler und bleibt auf Distanz. Jetzt hat er schon mal signalisiert, dass er alles im grünen Bereich ist. Wenn die Tiere so machen, dann ist alles im grünen Bereich. Aber du hast ja noch gar nicht festgestellt, dass noch jemand mehr da drin ist. Darum holen wir mal die Lili jetzt. Jetzt hat er es gesehen. Aber du gehst ja. So, Lili, komm, bis da vorne. So. Und bleib. Er ist ganz gelöst. Er hat dich jetzt wahrgenommen. Ist ganz ruhig. Und was ist das für ein Gefühl für dich jetzt so unmittelbar so einer ausgewachsenen Raubkatze gegenüberzustehen? Also das Herz schlägt jetzt. Ja. Einzelne, wie sagt man, einzelne Körperteile werden ein bisschen weich. Aha. Aber es ist trotzdem faszinierend. Und ich merke irgendwie, dass gut ist. Soll es ja auch sein, denn jetzt kommt die grosse Dressurnummer von der Tiger Lili. Noah! Warte, nein. Aufpassen. Noah, aufpassen. Allez, am Platz. Am Platz. Der lässt mir nicht. Nein, das ist so. Ab. Noah, ab. Noah, ab. Noah, ab. Ab, ab. Ab, Noah, ab.
Und jetzt laufen wir. Komm, hinter mir. Ja, Noah. Ab. Gute Noah. Es wird schnell klar. Ohne die energische Stimme von René Strickler läuft gar nichts. Schon gar nicht erst der Noah. Für den Königstiger ist die Zürich Fernsehfrau nichts anderes als eine Bettlerin. Sie stuldet, aber nicht mehr. Auf. Schön. Und jetzt hierher stehen vor ihm und sitz. Sitz. So richtig. Gut. Es ist immer auch die Frage bei mir dabei, ob er es macht oder nicht, wenn ich sage, oder? Du bist unsicher selber, ja, genau, oder? Ja, weil ich nicht weiss, ob er es macht oder nicht. Ja, oder? Das, klar. Eben das ist das, was faszinierend ist. Die merken sofort, ist die sicher oder nicht. Ja. Du denkst, oh, hoffentlich macht es, oder? Ja. Du musst so überzeugt sein. Immerhin ein überzeugendes Argument hat die Lili dann doch noch. Wunderbar. Komm, führen. So. Noch. Gut, geh. Ja. Gut. Wunderbar. Jetzt zurückziehen. Sehr gut. Schön. Sehr gut. Jawohl. Also geht doch. Alle sind zufrieden. Der Tiger wegen dem Häppli und Lili, dass sein Häppli nicht war. Der Körper reagiert, man hat das Kribbeln, man hat die Nervosität und das gibt dann so ein weiche, zittrige Hände und Gliedmassen. Glücklich, dass alles geklappt hat, ist natürlich auch der René Strickler. Sie hat genau das befolgt, was ich gesagt habe. Es ist nicht überstellig geworden. Oftmals, wenn man so ein von diesen Tieren ist, denkt man sich, oh, man könnte noch das machen. Und sie hat sich wirklich alles gut gehalten. Und so endet der Tag im Raubtierpark mit einem unvergesslichen Abenteuer. Jetzt bin ich das erste Mal am heutigen Tag eigentlich so richtig sprachlos, weil es ist einfach so eindrücklich gewesen, so überwältigend. Das muss man erlebt haben. Das muss man erlebt haben, ob das auch der Benno Kähli sagt, nach seinem Einsatz beim VJ in Gefahr. Morgen sehen Sie, wie unser Einsiedler-Reporter zum Bösen wird im Sagmal. Seine Gegnerin niemand geringer als Kuhns Brigitte, dreifache Schwingerkönigin. Ein Kampf, den Sie nicht dürfen verpassen. Und im Sommertag ist Oliver Steffen im Gefängnis, genauer beim verwahrten Straftäter Hugo Portmann und seiner Frau Lisa. Die beiden haben erst gerade geheiratet. Ich danke für Ihr Interesse und bis bald.